Wir sprechen heute mit Felicitas Franz, eine Film- und Theaterschauspielerin, die gerade in Wien weilt, weil sie am Burgtheater spielt. Sie wird uns heute erzählen, warum man Veränderungen umarmen soll. Also vielen, vielen Dank, dass du heute da bist. Und ich freue mich schon. Ja, ich freue mich auch. Mal eine ganz neue Situation. Und ich dachte aber gerade jetzt, ist es doch gut, sich einer Veränderung zu stellen, diese Veränderung zu umarmen. Genau. Wir fragen uns ja gerade alle, gerade in dieser momentanen Situation mit Coronavirus, okay, wie kann ich in der Welt etwas positiv verändern? Veränderung, eine Veränderung umarmen, diese heftige Situation, wo wir viel Einschnitte haben in unserem regulären Alltag. Und ja, also zunächst ist es ja so, um die Welt um mich herum zu verändern, kann ich erstmal mit mir anfangen, um mich zu verändern, meine Welt zu verändern. Weil wir können ja niemanden dazu zwingen, sich zu verändern, sondern wir können einander immer nur inspirieren. Ja, also ich weiß nicht, jeder erinnert sich sicher an einen Lehrer oder eine Person im Leben, die einen aggressiv auf einen einredet. Dadurch verändert man sich nicht von innen heraus, sondern die Veränderung kommt meistens von innen. Und dadurch kann sie die Welt verändern. Genau. Und ich dachte, um euch einen kleinen Einblick zu geben, wer bin ich eigentlich, um über Veränderung zu reden, erzähle ich euch kurz ein bisschen was über mein eigenes Leben, über die Veränderungen, die ich in meinem Leben hatte, damit ihr seht, dass ich schon sehr, sehr viele Veränderungen in meinem Leben hatte. Also ich bin 1986 in Frankfurt am Main geboren und bin die ersten Jahre in Offenbach am Main zur Schule gegangen und aufgewachsen. Später sind wir nach Frankfurt gezogen. Dort habe ich auch mein Abitur gemacht, Matura. Bin dann zum Studieren erstmal nach Bonn gegangen. Für ein Jahr habe ich an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft Eurythmie studiert. Dann bin ich nach Linz an die Anton Bruckner Universität zum Schauspielstudium gegangen, wurde dort aufgenommen. Ich wollte unbedingt eine staatliche Schauspielausbildung machen, auch wenn es sehr schwierig ist oder sehr herausfordernd, dort aufgenommen zu werden, ist es auf jeden Fall gesichert, dass du ernst genommen wirst in dem, was du tust. Ja? Also die Ausbildung ist sehr fundiert, du hast sehr, sehr gute Lehrer und du hast am Anfang natürlich sehr große Konkurrenz, um aufgenommen zu werden. Mit meinem Background, also ich hatte keine Familie, die sich mit Schauspiel ausgekannt hat oder also ich habe keine Schauspieler in meiner Familie. Und dadurch bin ich da eigentlich so wie ein Outsider gewesen am Anfang, weil die meisten Schauspieler kommen doch aus so Künstlerfamilien. Und ich hatte aber die Entscheidung getroffen, ganz tief in meinem Inneren, oder es war schon als Kind klar, ich bin Schauspielerin und ich werde diese Ausbildung machen. Egal, was andere Menschen mir erzählen, was ich kann oder was ich nicht kann, es war schon immer in meinem Blut. Und ich wusste, dass das, ja, diese Entscheidung mich trägt. Die Kraft der Entscheidung ist sehr stark, darüber komme ich später nochmal drauf zurück.
Genau, und ich habe über die Jahre immer wieder Veränderung gelebt. Also ich habe dann 4 Jahre in Linz an der Anton-Bruckner-Universität studiert, erfolgreich abgeschlossen, habe auch am Landestheater Linz dort angefangen, am Theater zu spielen. Dann bin ich nach Wien gegangen, ans Theater der Jugend, habe ganz viel tolle Rollen spielen dürfen und bin dann 2018, als mein Vater verstarb, habe ich aufgehört am Theater der Jugend und bin ein Jahr gereist. Ich habe in Dänemark gelebt. Ich bin nach München gezogen. Ich bin nach Indien gegangen und habe gemerkt, noch mal mehr, ich muss etwas verändern in meinem Leben und mich noch mal reflektieren. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon 27 Mal, habe ich nachgezählt, in meinem Leben umgezogen bin. Ja, war da wieder ein neuer Schritt vorzugehen. Und mir ist klar geworden über die Zeit, ja, das, was mich getragen hat immer, war der Wille und das Wissen, dass Veränderung etwas Gutes ist. Also viele Leute haben ja Angst, eine Entscheidung zu treffen, weil sie das Gefühl haben, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann könnte die falsch sein. Also gerade ich, jemand, der so relativ brav immer war und wusste, okay, wenn ich das im Abitur, in der Schule, ich das und das tue, dann kriege ich gute Noten. Und dann bin ich sozusagen fein raus aus der Geschichte und da habe ich dieses Ziel. Und im Leben ist das, funktioniert das aber natürlich nicht so, dieses Muster, dass man sagt, okay, so und so musst du dich verhalten und dann kommst du da und dahin, weil jeder Mensch hat eine eigene Geschichte, einen eigenen Traum, einen eigenen Wunsch und man selber kreiert diesen Weg. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch in sich selber die Kraft zu finden, zu sagen, okay, ich treffe eine Entscheidung. Ich treffe diese Entscheidung und tue das. Viele sagen ja, okay, zum Beispiel, also es fängt ja an mit, ich möchte abnehmen oder ich möchte aufhören zu rauchen. Und ja, ich fange dann mal an, so maybe, maybe not. Mein Lieblingsspruch als Kind war auch schon immer, sei kein Maybe, also sei kein Vielleicht, sondern entscheide dich, ja oder nein. Und wenn ich ja zu etwas sage, dann werde ich alles daran setzen. Dann stehe ich in der Früh auf, gehe joggen, ich verändere meinen Ernährungsplan und schaue mir an, was meine Trigger sind, die mich aufhalten davon. Ja? Genau. Da gibt es auch einen ganz, ganz wunderbaren Talk, den habe ich mal gehört. Den werde ich euch später noch den Link dazu posten. Choices that can change your life. Also wenn du in dir selber die Kraft fühlst und sagst, ja, ich mache das. Egal, was meine momentanen Freunde sagen, egal, was mein momentaner Lebenszustand erzählt, ich bin stärker als das und werde das tun. Und genau, also dieses innere Mindset zu finden, show up before you're ready. Das finde ich total toll. Das habe ich auch mal von einer sehr erfolgreichen Managerin gehört, die gesagt hat, alle großen Frauen, also es war damals ein Talk um Empowerment for Women, also Frauen zu stärken, aber das gilt natürlich auch für Männer, es geht für uns alle, wir sind alle Menschen, zu sagen, okay, ich fange mit etwas an, bevor ich ein Meister dessen bin, bevor ich die Perfektion gefunden habe.
Und zwar, ich habe ja auch eine Yoga-Ausbildung noch gemacht, jetzt in Wien vor 120 Jahren, nein, vor 5, 6 Jahren. Und ich liebe diese Technik, diese Körpertechnik, dieses Training, weil man immer wieder über seine Grenzen hinausgeht. Dinge, wo man dachte, okay, das schaffe ich nie. Ja, in Handstand, ja, das sieht man immer so toll, wie die das machen, frei im Raum, wo man sagt, da kippe ich um, ja, dann lasse ich es lieber, dann versuche ich das nicht oder irgendwann mache ich das mal, irgendwann. Nein, du versuchst das jetzt. Und immer wenn ich unterrichte, also inzwischen unterrichte ich auch, habe mein Teacher-Training gemacht bei Yoga Works, das ist so eine internationale Ausbildungstrainingsform, also Plattform für Yoga-Trainer, für Yoga-Lehrer. Und ich habe so das integriert ganz stark in meinem Inneren, den Spruch. Und eigentlich ist das ja eine Lebensweisheit. Der Meister ist 1000-mal mehr gescheitert, als der Schüler es je versucht hat. Das habe ich irgendwann mal in einem Buch gelesen und habe mir gedacht, genau das. Sozusagen zu lernen und zu verstehen, dass man scheitern darf und dass es sogar wichtig ist, zu scheitern, um in etwas Perfektion zu erreichen. Ja, um etwas zu verändern, muss ich mich dem aussetzen, zu sagen, ja, ich kann auch scheitern. Und ich werde oft scheitern. Und zu sagen, oh Gott, nein, das möchte ich nicht, das ist ja eine Blamage, sondern zu sagen, nein, genau das braucht es, um ein Meister in etwas zu werden. Und das finde ich total toll. Das sage ich immer wieder meinen Schülern im Unterricht, dass wenn sie sagen, ah, ja, oh Gott, alle schauen zu und ich traue mich nicht und ich habe Angst und ach Gott, da ist eine neue Gruppe und wo gehe ich hin? Nein, Veränderung verlangt das. Also ich hatte in meinem Leben, bin ich ja so oft umgezogen, habe mich neuen Situationen ausgesetzt, zu sagen, okay, ich gehe dorthin. Ich habe keine Ahnung, wie die Technik geht fürs Schauspiel, aber ich gehe dorthin. Ich hatte keine Ahnung, wie es die Technik, Yoga-Lehrerin zu werden, aber ich gehe dorthin. Und ich gehe dorthin, I show up, also ich komme mit meinem ganzen Sein hin. Das heißt, ich bin komplett anwesend, auch mit meinem Geist, mit meinem Mut. Und zu sagen, ja, okay, manchmal bin ich auch nervös, genauso wie heute. Gehe ich zum ersten Mal so einen Talk vor einer Kamera und ich sehe gar nicht eure Gesichter, eure wunderbaren Gesichter. Um mit euch zu interagieren und zu kommunizieren und dachte trotzdem, nein, ich setze mich dem aus. Weil gerade dann, wenn ich sage, okay, ich setze mich etwas aus, dann kann ich auch etwas lernen, etwas Neues erlernen, ein neues Skillset. Und das liebe ich total. Und da gibt es auch ein ganz kurzes Video von Will Smith, wer ihn kennt, Schauspieler, Man in Black und ach Gott, was der nicht alles gespielt hat. Und da werde ich auch später posten im Chat. Könnt ihr euch gerne anschauen. Da sagt er, sein Erfolgsrezept im Leben war immer fail early, fail often, fail forward. Das heißt zu sagen, scheitere früh, scheitere oft und scheitere forward. Also ja, eigentlich umarme das Scheitern. Nur dann kannst du eben zum Meister werden. Und da habe ich auch ein ganz, ganz großartiges Buch. Das kann ich euch kurz zeigen. Und zwar heißt das das Buch Die Schönheit des Scheiterns von einem französischen Autor, Charles Pépin. Da möchte ich euch kurz einen Satz vorlesen. Und zwar geht der so. Also, weil er hat sich sehr mit dem, bevor ich den Satz vorlese, kurze Erklärung, die Schönheit des Scheiterns, er hat sich damit auseinandergesetzt, eben, wo liegt die Schönheit da drin, zu scheitern? Das ist uns allen unangenehm, ja, wie ich gesagt habe,
ich setze mich jemanden aus, der könnte über mich lachen, könnte denken, ja, die Felicitas sitzt da so in keinem professionellen Studio, erzählt uns irgendwas und ist ein bisschen nervös, er ist ja lächerlich. Genau, dann könnte ich sagen, okay, nein, ich mache diesen Talk nicht. Nein, aber die Schönheit des Scheiterns ist, sich dem auszuliefern. Und er hat sich über die Geschichte der Menschheit damit auseinandergesetzt, was es bedeutet. Was bedeutet eigentlich Scheitern? Und interessanterweise bringt er dort halt verschiedene Persönlichkeiten, beleuchtet er in seinem Buch, wie zum Beispiel Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat. Und damals gab es die Glühbirne ja noch nicht, die bei uns jetzt alltäglich ist. Das ist kein großes Wunder mehr. Wir haben inzwischen Handys und Computer und IT, künstliche Intelligenz. Und, aber damals gab es eine Zeit, wo man sich nicht vorstellen konnte, dass es eine Glühbirne gibt. Und Thomas Edison, der eben die Glühbirne erfunden hat, wurde ganz oft ausgelacht, als er gesagt hat, ich werde eine Glühbirne erfinden. Und die Leute konnten sich das nicht vorstellen und haben ihn ausgelacht. Und er hat ganz viele Versuche gebraucht, um die Glühbirne zu erfinden. Und jedes Mal, wenn er diese Fehlschläge hatte und seine Mitarbeiter gesagt haben, ja, das jetzt langsam reicht's, ja, beim zweiten, dritten Mal, es müsste doch jetzt mal funktionieren, es wird langsam peinlich, um das überhaupt zu ertragen, hat er gesagt, nein, ich habe ein ganz anderes Mindset als wir. Und sein Mindset, das ist ein Zitat von Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, ich bin nicht tausendmal gescheitert, ich habe erfolgreich tausend Möglichkeiten entdeckt, wie die Glühbirne nicht zum Leuchten gebracht wird. Thomas Edison wusste, dass ein Wissenschaftler nur aus seinen Fehlern lernen kann und dass jeder erkannte Irrtum ihn der Wahrheit ein Stück näher bringt. Das heißt, er hat immer wieder gemerkt, ah nee, das braucht es, dieses und jenes. Genauso wie alle Persönlichkeiten, die wir später, von denen wir lesen und hören, die wir bewundern, ja, Absurditäten, die einen radikalen Lebensweg hatten, wo man sagt jetzt, boah, der ist total toll. Zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Alle sagen, oh, das ist total toll. Ich meine, und wenn man seine Biografie liest, er wurde ausgelacht. Damals gab es noch kein Fitnessstudio, wo er in Österreich gelebt hat. Die haben ihn ausgelacht. Die haben ihn einbezogen ins Heer und der ist denen weggelaufen, um seinen ersten Contest, Bodybuilder-Contest zu machen. Dann hat er gesagt, er möchte nicht nur Bodybuilder sein, sondern er will der weltbeste Bodybuilder sein. Alle haben ihn ausgelacht. Dann wollte er Filmschauspieler werden, obwohl er keinen englischen geraden Satz sprechen kann, wie er selber sagt. Und er ist Filmschauspieler geworden. Und dann wollte er Gouverneur werden und ist das geworden. Also er hat sich dem ausgesetzt, diesem Lachen, dem Möglichen, die Reputation, also den Ruf vor anderen Menschen, dass sie sagen können, er ist der lächerlich, der braucht 100 Jahre oder so, das alles auszublenden, zu sagen, ich verfolge mein Ziel und ich umarme diese Veränderung. Also ich setze mich aus, dem woanders hinzuziehen, andere Menschen kennenzulernen. So, genau. Und wie verändern? Jetzt lade ich euch mal ein, zu sehen, okay, für eine Veränderung muss ich ja feststellen, erstmal, wie ist mein Ist-Zustand? Wo bin ich gerade? Das zu erkennen, wo bin ich gerade, ganz wertungsfrei einfach zu sehen, wie als würdest du auf das Leben eines anderen schauen, wie auf ein Buch. Ja? Du kriegst bestimmte Informationen in einem Buch, wo du nicht weißt, okay, was wird in diesem Buch drinstehen, und lernst etwas über den Charakter, diese Charaktere, die dort drin sind. Das heißt, um erstmal um eine Veränderung zu erreichen, musst du dir dessen bewusst sein, was ist denn gerade, wo bin ich gerade? Und deswegen habe ich über die Jahre gemerkt, und das habe ich ganz viel getan, ich habe ganz viele
Reflexionstagebücher. Es ist jetzt nicht einfach nur so, mein liebes Tagebuch, heute habe ich, sondern, also man kann ja sein, mit seinem eigenen Tagebuch reden, wie man möchte, aber ich habe eine Sache immer beherzigt, ich habe ganz radikal ehrlich geschrieben, wie es mir geht, wenn es mir schlecht ging, wenn es mir gut ging, was meine Ängste sind, was meine Wünsche sind, alles. Alles habe ich reingeschrieben. Wie so ein Striptease vor mir selbst, ohne Filter und ohne Wertung. Und in dem Sinne, wenn man das sieht, kann man sehen, wie kann ich mich rekreieren. Ja? Ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, die heutige Generation hat etwas ganz, ganz Neues, als wie ich aufgewachsen bin. Meine Mutter hatte das erste große Handy, so ein Klönker. Und inzwischen hat das jeder, das ist ganz normal. Aber ich bin auch ohne Handy aufgewachsen, ohne Internet aufgewachsen. Und die heutige Generation hat das total, dieses Multitasking in sich, was total super ist, weil du kannst gleichzeitig ganz viele Dinge tun und ganz schnell denken, ganz schnell und hier und die Aufmerksamkeit ist überall und du holst sozusagen ganz viele Informationen zu dir, ja. Also du kannst dich mit Leuten connecten, die am anderen Ende der Welt sitzen. Und zu jeder Zeit. Also die müssen nicht an einem Kabeltelefon zu Hause sitzen, sondern die können gerade spazieren gehen und die rufst du an. Für uns war das was ganz, ganz Neues. Ja, das war was ganz, ganz Neues. Jetzt denkt ihr, ha, die Felicity, das ist doch, schaut noch gar nicht so alt aus. aber das ist so. Ja, und darin liegt etwas sehr, sehr Positives. Wenn man weiß, wie man mit dieser Fähigkeit umgehen kann, weil die andere Seite dieser Medaille ist, dass wir oft überall sind und vergessen, bei uns zu sein, um diesen Ist-Zustand zu spüren. Wo bin ich? Wo möchte ich hin? Ja, also erstmal zu mir zu kommen und den Lärm auszuschalten, diesen Medienlärm, mein Handy auszuschalten, mein Handy mal einen Tag nicht anzuschauen. Und das habe ich immer noch. Ich mache das eigentlich jeden Sonntag. Heute mache ich für euch eine Ausnahme, dass ich das Handy ausschalte und wandern gehe und mich darauf fokussiere, wo ist mein Herz? Was sagt mir mein Herz? Wo gehe ich als nächstes hin? Weil die Wahrheit ist, zu wissen, okay, mich selber zu hören, wo will ich hin? Was ist wirklich mein Ziel? Wenn du eine Frage stellst, musst du erstmal leise sein, um die Antwort zu hören. Wenn du die Antwort wirklich hören möchtest. Also deswegen finde ich es immer ganz wichtig, sich Momente, Tage auszusuchen, wo man mal alles draußen lässt, den ganzen Lärm von außen, was wer von mir will, um eine Bewusstwerdung zu finden, hey, wo gehe ich hin? Und da habe ich verschiedene Sachen, die ich euch empfehlen kann. Aber eine wichtige Sache, die ich gelernt habe über die Jahre, ist Meditation. Ja, viele sagen erstmal, oh Gott, Meditation, jetzt so ein spiritueller, esoterischer Kram. Nein, Meditation wird auch in Sportpsychologie ganz viel eingesetzt. Interessanterweise habe ich gestern auf Instagram auch ein Live-Video gehört, ein Livestream, das Shawn Mendes und Camila Cabello, die beide haben einen Talk darüber gegeben, also sich mit jemandem, so einem Neurowissenschaftler zusammengetan, also einen Talk gehalten, der diese App Calm, mit der du meditieren lernen kannst, und haben darüber geredet, wie wichtig es ist, zu meditieren. Also, genau. Und zwar ohne Erwartungsdruck, einfach mal zu hören, was ist in dir drin. Und Meditation kann ich nur empfehlen. Dass du nicht mehr abgelenkt bist von dem... Viele haben ja erstmal Angst und denken, oh Gott, wenn ich meditiere, ich möchte ja
mich eigentlich gut fühlen und hören dann sehr schnell auf, wenn sie merken, das ist jetzt nicht so, das funktioniert jetzt nicht so schnell wie unsere Sehgewohnheit. Wir sind sehr schnell am Konsumieren. Ich kann alles jederzeit haben. Alle Früchte auch sind immer verfügbar. Es geht nicht mehr nach der Saison. Es wird alles eingeschippt, alles hergeflogen, wenn gerade nicht Coronavirus die Fluglinien dicht macht. Deswegen hören alle, also viele Leute, nicht alle, viele Leute sehr schnell auf mit dem Meditieren. Aber der Cue ist mit dem Meditieren, ist, dass man es regelmäßig macht. Und zu schauen, okay, was passiert. Und wenn ich es noch nicht probiert habe, ist es sehr schwierig, das so zu erklären und zu verstehen. Und durch das Meditieren wird dir natürlich erstmal bewusst, was ist los, was denke ich vielleicht, was denke ich von mir selber, dass wenn ich zum Beispiel Shot to the Moon, ich möchte dieses Ziel erreichen, ich möchte dieser Sportler werden, ich möchte zum Mond fliegen. Und vielleicht gibt es in dir eine Überzeugung, weil dir das mal deine Eltern gesagt haben oder Freunde gesagt haben oder du das gelesen hast, dass du glaubst, dass du das nicht schaffst. Und das ist aber ganz unterbewusst. Und deswegen tust du das immer wegschieben. Ja? Und durch das Meditieren kannst du aber plötzlich hören, deine eigenen Gedanken. Was erzähle ich mir denn eigentlich da? Eckhart Tolle ist ein ganz toller Meditationstrainer, der ja auch, also kann man The Power of Now, die Kraft des Jetzt, dass man beim Meditieren nicht einfach nur die Gedanken immer versucht wegzuschieben, sondern auch mal vielleicht zuzuhören, zu sagen, was erzähle ich mir da eigentlich? Ein ganz tolles System habe ich kennengelernt, so wie das Yoga, Heartfulness Meditation, ist kostenlos, das ist das Tolle, du kannst es jederzeit machen und du meditierst auf dein Herz, weil man davon ausgeht, in Heartfulness, also dein volles Herz, dass jeder Mensch sein eigener Meister ist. Also du brauchst keinen Guru, sondern dein Herz weiß, wohin du willst. Dein Herz gibt dir die Signale, wenn du wirklich dich traust, dem zuzuhören. Und da habe ich auch einen ganz tollen Talk, den könnt ihr euch später mal anschauen. Finde ich total toll, auch mit einem Sportler zusammen. Und Dhaji, Kamlesh Patel, das ist so das Oberhaupt in Heartfulness Meditation, aber nicht zu verwechseln mit einem Guru, weil das ist er nicht. Und es geht viel, das sagt er nämlich auch, dass man sich trauen soll, also er fördert das, ein neuer Mensch zu werden. Designing your destiny. Jemand, dein Ziel, wer du bist im Leben, wer du werden wirst im Leben, das selber zu kreieren und das nicht einfach dem Zufall zu überlassen, sondern zu sagen, ich nehme das in die Hand. Es gibt ja diese tollen Filme wie Matrix, wo Neo dann auch zu Morpheus sagt, er mag nicht das Gefühl, dass sein Schicksal von außen abhängig ist, sondern es selber in die Hand zu nehmen. Und sozusagen sich der Veränderung auszusetzen, der Unbequemlichkeit und vor allen Dingen darüber hinwegzugehen, zu sagen, okay, ich fühle mich gerade hier sicher, weil ich kenne es. Ja? Man sagt ja, der Mensch ist so das Bequemlichkeitstier, oh jetzt Virus, Antivirus-Programm, das Sicherheitsgefühl, ich brauche so das Gewohnheitstier, sagt man ja beim Menschen, ich brauche ein Sicherheitsgefühl und eine Unbekannte, weil ich eine Veränderung noch nicht kenne, wie wird das dort sein, wenn ich dort und dort hinziehe und dann treffe ich Menschen, die ich nicht kenne und was denken die von mir und wer bin ich dann, dass man oft denkt, ich lasse es lieber. Aber Mut zur Veränderung bedeutet zu sagen, okay, ich traue mich,
vielleicht jemand anderes zu sein und jemand anderes zu werden und zu erkennen, wer ich sein kann. Ja, jemand ganz Neues zu werden. Da gibt es auch einen ganz tollen Neurowissenschaftler, Joe Dispenza, in Amerika, die haben wissenschaftliche Untersuchungen gemacht, wie ein Mensch gewöhnt ist, in seiner Komfortzone zu bleiben und wie man ihn dabei unterstützen kann, seine Ziele zu erreichen und sich anders zu fühlen. Ja, es ist ja immer eine Komposition zwischen Gefühlen und Denken, wie ich gerade über mich denke und das zu verändern. Joe Dispenza ist ganz großartig, also genau, könnt ihr mal check him out auf YouTube, habe ich auch einen Link, kann ich euch auch reinstellen, sozusagen zu sehen, das Verhältnis zwischen was weiß ich über mich und wie kann ich das verändern. Und das finde ich total toll. Macklemore, wer Macklemore mag, hat auch einen ganz tollen Song, Extravagate, und da singt er: The biggest fear I ever had was dying with regret. Also die größte Angst, die ich hatte, war in meinem Leben mit Bedauern zu sterben. Und wenn man das denkt und zu sagen, okay, ich habe diesen dringenden Wunsch nach Sicherheit und nicht aus meiner Komfortzone rauszukommen und dort zu bleiben, wo ich bin, weil ich das kenne und dann weiß ich, da kann mir nichts passieren und deswegen setze ich mich keiner Veränderung aus, kann auch nichts Neues passieren. Und am Ende des Lebens will ich doch zurückschauen, also ich für mich, Felicitas Franz, und sagen, hey, ich habe mich getraut, das zu tun. Ich habe nicht gescheitert, bis ich es erreicht habe, und ich habe es erreicht. Und look at me now. Look at me now. Und sich selber zu überraschen, zu sagen, ich habe das geschafft. Ich habe das geschafft. Und da gibt es auch ein ganz tolles Buch. Das habe ich leider jemandem ausgeliehen, meiner Mama. Also was heißt leider? Aber ich finde das ganz toll. Und zwar 5 Dinge, die Sterbende am meisten bereuen, von Bronnie Ware. Da wurde ja eine Untersuchung gemacht, Leute, die am Sterbebett liegen, wurden gefragt, was sind die 5 Dinge, die ihr am meisten bereut habt. Und es ging immer darum, ich wünschte, ich hätte mein Ziel verfolgt. Ich wünschte, ich hätte nicht darauf gehört, nur was andere sagen. Ich wünschte, ich hätte mehr Mut gehabt für Veränderungen. Also zu sagen, okay, ich habe immer die Option zu sagen, ist das wirklich, was ich will? Das ist mein Ziel. Möchte ich dorthin oder bleibe ich in meiner Komfortzone? Und selbst wenn ich die Angst habe zu sagen, ich will mich lieber nicht entscheiden, dann mache ich nichts falsch. Zu wissen, dass das auch eine Entscheidung ist. Sich nicht zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung, es nicht zu tun. Also kann ich euch nur mit meinem ganzen Herzen dazu ermutigen, zu sagen, ich treffe eine Entscheidung für mein Ziel, um am Ende meines Lebens nicht zu bereuen, dass ich es nicht versucht habe. Weil der Witz ist, wir wissen ja nie, wann unser Leben zu Ende ist. Ich plane für morgen, aber es kann sein, dass ich nachher rausgehe und mir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf und dann war es das. Genau, und für mich war das immer ganz wichtig zu sagen, okay, ich gehe dorthin und ich lasse mich überraschen. Surprise yourself. Ich lasse mich überraschen von den neuen Menschen, die ich treffe, von den neuen Orten, die ich sehe, neue Experten, neue Informationen. Ich setze mich dem aus, auch mal hässlich zu sein, das heißt, blöd auszusehen, blöd aus der Wäsche zu gucken und zu sagen, ich mache heute Dinge, die ich noch nie zuvor gemacht habe. Die Schönheit des Zerfalls, wie der Kompost. Kompost, Kompostsystem. Ich habe Früchte, ich habe Obst und das wird zur Erde über die Zeit. Ja? Die Gezeiten, Jahreszeiten,
Bäume lassen Blätter. Und eigentlich sehen wir immer an der Natur, wie schön es auch sein kann, dass sich immer wieder alles erneuert. Ich setze mich der Veränderung aus, wie der Phönix aus der Asche. Und ja, aus Altem wird Neues. So wie auch nach einem Erdbeben, ein sehr drastisches Bild. Wenn ein Erdbeben kommt oder der Vulkanausbruch und die Lava kommt raus und verbrennt die Erde, verbrennt sehr viel, was sehr tragisch sein kann. Und die Leute sind aber gewohnt, dort inzwischen dort mitzuleben und zu sehen, da entsteht die fruchtbarste Erde. Ja? Zu sagen, hey, ich setze mich dem aus. Und das ist für mich die Schönheit der Veränderung, zu sagen mit vollem Herzen, okay, ich habe nicht unbedingt nur Angst vor Veränderung. Natürlich, Angst kann man immer haben. Aber zu sagen, wie gehe ich mit der Angst um? Und zu sagen, ich spüre diese Angst, das Gefühl, oh Gott, ich weiß nicht, was passiert. Und trotzdem zu sagen, dieses Mindset in meinem Kopf, Veränderung kann was krass Cooles sein. Und ich freue mich auf Veränderung, weil ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Und vielleicht ist das was ganz Tolles. Und mein Herz ist sozusagen das Ruder, ja? das mich lenkt. Und durch die Meditation, Heartfulness in Meditation, oder auch jedes andere Meditieren, kann mich dorthin bringen und zu sagen, ich unterstütze mich, ich höre meinen Wunsch und ich gehe dahin. Und deswegen, zu guter Letzt, kann ich nur sagen, nicht nur denken, sondern machen ist krasser. Ja? Ich mache auch, also ja, zu sagen, okay, ich habe es nur im Mindset, nein, mach den ersten Schritt. Mach den ersten Schritt. Jede Reise von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Und den ersten Schritt musst du machen. Ja? Und zu sagen, okay, ich probiere was Neues aus. Und so habe ich das auch gemerkt. Also ich gebe ja auch Unterricht. Ich unterrichte so Mentoring und Coaching und Schauspielunterricht. Und habe immer gemerkt, okay, das macht total viel Spaß, die Leute rauszulocken, also aus ihren Komfortzonen. Und man muss immer wieder dran üben. Man muss sich Leute finden, suchen und die einen inspirieren, die einem helfen können für eine Zeit lang, die einen unterstützen können, den eigenen Wunsch zu erreichen. Also wenn ihr daran interessiert seid, mit einer Freundin habe ich auch eine Webseite kreiert, die heißt movespace.at, also Bewegeraum. Und die könnt ihr auch gerne anschauen. Ansonsten felicitasfranz.de. Könnt ihr mal schauen. Also wir geben Unterricht, um Leute zu unterstützen, Veränderungen vorzunehmen. Ja? Es gibt sicher jetzt da, wo du lebst, auch Leute, die dich unterstützen können. Und vor allen Dingen bist du deine eigene Unterstützung. Zu sagen, ich mache das jetzt. Und das ist das, was ich euch zum Schluss vor der Fragerunde mitgeben möchte, zu sagen, okay, ihr seid in der Verantwortung. Das kann hart klingen, aber es ist auch was ganz, ganz Großartiges, weil du hast die Macht, das zu verändern. Ja, dann vielen Dank noch einmal und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Webinar wiedersehen.